Like a bird that wants to fly, like a star that needs the night. See it in your eyes. I'll follow you. I love the way voice sounds when you say forever. Ich hatte ja gesehen, ich war gerade so 5 Kilometer laufen und ich mache jetzt noch so ein paar Übungen, die ich ja so alle 2 Tage immer mache und meistens nach dem Aufstehen und bei manchmal, wenn ich es nicht schaffe, dann halt so, wie es gerade im Tag reinpasst. Also es sind einfache Bauchübungen und Beckenbodenübungen, also gerade für Mütter ist es ganz wichtig, weil nach der Schwangerschaft hat man ja eher eine schwache Bauchmuskulatur und es ist auch wichtig, den Beckenboden gleichzeitig zu trainieren. Viele sagen ja, also Hebammen sagen ja, man sollte die Bauchmuskulatur jetzt nicht so stark trainieren, weil das für den Beckenboden nicht gut ist. Also wer da jetzt vielleicht gerade vor 2 Monaten entbunden hat, kann da schon ein bisschen drauf achten und vielleicht einfach immer ganz ausatmen und dann hochgehen. Und dann wieder einatmen und wieder ganz ausatmen und dabei den Beckenboden, also die Beckenbodenmuskulatur anspannen. Ansonsten gehe ich ja auch wieder joggen und mache auch Bauchmuskeln. Ich mache mir da kein Bedenken, wenn man einen Rückbildungskurs gemacht hat, ist alles okay. Genau, also ich fange jetzt direkt mal an mit ein paar verschiedenen Bauchmuskeln. Und zwischendurch mache ich dann immer wieder die Beckenbodenübung. Genau, ich habe mir jetzt einfach eine Matte zugelegt. Genau, also wir legen uns einfach die auf den Rücken und kommen dann mit den Knien und den Armen, die sind am Kopf, gleichzeitig hoch und gehen gleichzeitig wieder runter und berühren mit den Zehenspitzen den Boden. Und wer genau darauf achten will, kann beim Hochkommen ausatmen, den Beckenboden anziehen und beim Runterkommen loslassen. Und genau, einfach so viel wie man kann. Ich mache so 50 Stück. Und genau, ihr macht einfach so viel wie ihr könnt, mit Baby oder ohne. Acht, neun, zehn. Schön auch so, dass die Clara dabei schon die Zahlen lernen kann. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und macht ruhig direkt mit, das ist eigentlich eine ganz einfache Übung. Man kann es natürlich auch langsamer und langsam runter, das ist auch sehr gut für die Bauchmuskulatur. Man entweder hochrollen, man kann auch zwischendurch so ein bisschen rollen oder seitlich hochkommen, wenn man gerade eine Schwangerschaft hinter sich hatte. Genau, als nächstes mache ich dann, ich mache immer weg zum Beckenboden und Bauch abwechselnd, lege ich auch wieder in den Rücken und komme einfach mit dem Becken hoch. Und dabei spanne ich die ganze Muskulatur an und komme so Drittel runter und dann wieder hoch. Dafür mache ich auch 50. Aber man kann natürlich auch 20, 30 machen. Wie immer, das ist eine super Übung, die man auch abends so kurz zum Schlafen gehen machen kann, zwischendurch und einfach direkt nach dem Aufstehen. Und es gibt einfach ein sehr gutes Gefühl von Stabilität. Das trainiert auch die Beine und den Hintern, aber vor allem auch die Beckenbodenmuskulatur. Jetzt machen wir im Prinzip die erste Bauchmuskelübung nochmal und dann die Übung nochmal und dann wechsle ich die Übung und zeige ich euch gleich noch 2 andere, aber ihr könnt ja jetzt einfach mitmachen.
Und danach zeige ich euch nur noch eine neue. Also von da an. Falls du Probleme mit dem Nacken hast, kannst du den Kopf auch leicht halten, aber die Kraft sollte aus dem Nabel kommen, nicht aus dem Nacken. Und wenn es gar nicht geht mit dem Kopf, kannst du den Kopf auch lassen und einfach mit den Beinen langsam bewusste Bewegungen machen. Das trainiert auch schon die Bauchmuskeln. Das Schöne ist, dass die Clara einfach währenddessen spielen kann oder beim Rumkratzen kann. Also, geht auf jeden Fall mit, Kind. Und dann machen wir auch direkt noch was für den Beckenboden nochmal. Und ich würde auch sagen, dass es auch gut ist für den Bauch, dass er jetzt den Bauch auf jeden Fall auch flacher macht. Also nochmal 50 hiervon oder macht 30, wenn ihr das von nicht gewohnt seid. Macht bewusste, langsame Bewegungen. Spürt die Muskeln dabei. '22, '23, '24, '25, '26, '27, '28. Und spürt wirklich den Beckenboden dabei, wie der sich bewegt. Also wie er sich anspannt. Und es ist auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung, wenn man Ausdauersport macht, dass man auch dann danach noch ein bisschen die Muskeln. Also bewusste Muskelgruppen trainiert. Genau, jetzt zeige ich euch noch eine andere Übung. Die ist eigentlich sehr gut, die wird auch im Yoga gemacht und trainiert auf jeden Fall so die ganze Bauchmuskulatur. Auch so ein bisschen seitlich. Also man legt sich wieder auf den Rücken und kommt mit den Beinen einfach gerade 60 Grad und gibt sie. Hoppala. Und kommt dann wieder runter und geht aber nicht auf den Boden, sondern so ein paar Zentimeter davor, geht man wieder hoch. Beim Hochkommen ausatmen und dann runter von meiner. Wenn das zu anstrengend ist, kannst du auch noch bis 30 Grad hochkommen. Die Übung ist auch gut für den Beckenboden, also für beides, Bauch und Beckenboden. Wieder? Okay, von der Übung machen wir so 20 bis 30 ungefähr. Schaut, wie viel ihr schafft und macht dann lieber eine Pause zwischendrin. So. Genau, und jetzt machen wir noch eine Übung für den Beckenboden. Die haben wir auch immer beim Rückbildungskurs gemacht. Und zwar ist das auch für die seitliche Bauchmuskulatur gut. Und zwar legen wir uns seitlich, Hände am besten auf den Hüften oder hier auf der Taille. Und wir drücken uns so den Becken hoch. Davon mache ich so 20. Wenn euch das mit gestreckten Armen zu schwierig ist, einfach auf dem Ellbogen stützen und dann so hoch. Ja, die Übung finde ich besonders anstrengend, aber die ist sehr, sehr gut. Genau, und dann machen wir nochmal die Bauchmuskelübung, die wir gerade gemacht haben mit den Beinen.
Am besten bis 30 Grad hoch und dann langsam runter. 2, 3. Ihr könnt natürlich auch Pause drücken zwischen den Übungen, wenn ihr kurz Pause braucht und euch ein bisschen ausruhen. Genau, ich mache jetzt nochmal die Übung, wie ich seitlich mache und ich glaube, das war es erstmal für heute. Also es ist eigentlich ein gutes Training für heute, mit 5 Kilometer Joggen und gestern bin ich auch Rad gefahren und dann halt so ein bisschen Bauch und ja, so Muskeltraining. Genau. Ja. Jetzt nochmal die andere Seite. Das sind einfach nur so ein paar Übungen von vielen, die ich immer mal wieder einbaue. Zuschaut doch auch einfach mal, wenn euch das gefallen hat, macht einfach mit dem Video. Ansonsten werde ich euch auf jeden Fall noch weitere Übungen zeigen, die gut sind für Bauch, und aber auch für andere Muskelbereiche. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like gibt und einfach in die Kommentare schreibt, was ihr macht, auch gerade unter Müttern trainiert ihr Bauch und Beckenboden. Würde mich auf jeden Fall super interessieren. Und wir sehen uns ja morgen wieder. Also bis morgen. Tschüss.